Heute ist ein herrlicher Tag. Es ist warm, die Sonne scheint und ich habe frei. Juhu! Und weil es in Wien so schön ist, mache ich hier auch gleich Urlaub. Aber was braucht man eigentlich alles, wenn man in Wien leben will? Und vor allem, was kostet das Leben in Wien? Skolka stoit schießen w Wienie? Wenn man in Wien leben will, dann braucht man vor allem eine Wohnung, einen Job, ein Bankkonto, eine E-Card, sprich Sozialversicherungskarte, eine Jahreskarte für die U-Bahn oder Fahrscheine, ein Handy, das ist ganz wichtig, einen Führerschein, ein Auto, einen Reisepass, Bargeld, ganz wichtig, Deutschkenntnisse. Wenn ihr aus dem Ausland kommt, braucht ihr vermutlich noch ein Visum, eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis. Beginnen wir aber zunächst mit der Eröffnung eines Bankkontos. Nu, давайте, начнем с открытия банковского счета. В Вене есть разные банки. Самыми крупными из них являются Erste Bank, Raiffeisenbank und Bank Austria. Но также существует много интернет-банков. Здесь находится Национальный банк Nationalbank, который был основан 1 июня 1816 года. Когда император Франц I дал графу фон Стадион, в то время он был министром финансов, санкционированный устав. На Национальный банк возлагаются следующие задачи: поддержание стабильности цен, аудит банковских операций и производство высококачественных наличных денег. История денег очень длинная. Но первые монеты появились около 600 года до нашей эры в королевстве Лидия. В Австрии кельты начали в 3 веке до нашей эры с чеканки. Во время империи Габсбургов люди расплачивались талерами. В 1762 году Мария Терезия приказала выдать бумажные деньги. Тогда они назывались банкноты. Изначально эти деньги были не очень популярны у населения. Во время Первой мировой войны было необходимо много металла для военной промышленности. После 1916 года все это привело к острой нехватке наличных денег. Правительство Австрии искало решение и отдало приказ, чтобы выпускать нотгельдшайны. Тогда почти у каждой гражданской общины были своевременные бумажные деньги. В период с 1925 по 1938 год официальной валютой был австрийский шиллинг. В 1938 году, после объединения Австрии с нацистской Германией, была выпущена новая валюта, которая называлась Рейхсмарк.
Некоторое время спустя, после окончания Второй мировой войны, в 1945 году шиллинг снова стал денежной единицей Австрии. Один шиллинг состоял из 100 грошей. Übrigens, 1970 kostete eine Tasse Kaffee ungefähr 3,50 Schilling, also 25 Cent. Heute bezahlt man für einen Cappuccino ca. 3,80 Euro. Seit der Einführung des Euros im Jahr 1999 ist nicht nur der Kaffee teurer geworden. В 1999 году республика вводила евро в качестве своей официальной валюты. И все стало дороже. Не только чашка кофе. О, so spät schon? Ich muss los. Aber zunächst noch ein paar Vokabel. Vokabel. Die Aktie. Die Aktie. Das Sparbuch. Das Sparbuch. Die Überweisung. Die Überweisung. Die Rechnung. Die Rechnung. Der Abbuchungsauftrag. Der Abbuchungsauftrag. Geld einzahlen. Geld einzahlen. Geld abheben. Geld abheben. Ein Konto eröffnen. Ein Konto eröffnen. Ein Konto schließen. Ein Konto schließen. Das Girokonto. Das Girokonto. Die Wertpapiere. Die Wertpapiere. Der Bankomat. Der Bankomat. Der Lichtbildausweis. Der Lichtbildausweis. Der Personalausweis. Der Personalausweis. Der Führerschein. Der Führerschein. Die Kontokarte. Die Kontokarte. Ach ja, hier ist die Bank. Ah, grüße Gott, Frau Meier. Ach ja, Frau Hauptmann, ich habe Sie schon erwartet. Tut mir leid, ich habe mich um ein paar Minuten verspätet. Das macht nichts. Ich bin zwar schon alt, aber ich habe Zeit. Ich möchte gerne ein Girokonto eröffnen. Ich sehe, Sie haben ein Sparbuch bei uns. Ja? Ja, da ist leider nicht viel Geld drauf. Ach, das wird schon. Vielleicht gewinnen Sie ja im Lotto. Naja, ich spiele nicht Lotto. Sie haben recht. Zu viel Geld ist auch nicht gut. Diese ganzen Aktien und Wertpapiere, die verursachen nur Probleme. Die nächste Wirtschaftskrise kommt bestimmt. Sie haben sicher einen Lichtbildausweis oder einen Reisepass. Vielleicht auch einen Führerschein, Personalausweis. Ja, hier ist mein Führerschein. Das ist aber ein hübsches Bild von Ihnen. Da sehen Sie noch so jung aus. Ich habe hier noch einen Erlagschein. Könnten Sie den bitte auf dieses Konto überweisen? Ja, ja, wir buchen den von Ihrem Sparbuch ab. Das ist in Ordnung. Ja, gut. Haben Sie Interesse an Online-Banking? Nein, kein Online-Banking. Das ist mir zu unsicher und kompliziert. Ja, das verstehe ich gut. Sie haben einen festen Wohnsitz?
Ja, derzeit wohne ich bei einer Freundin, aber ich übersiedle bald in eine eigene Wohnung. Ach, eine eigene Wohnung, das wäre schön. Wissen Sie, ich lebe schon seit 40 Jahren mit meinem Mann zusammen. Das ist doch schön. Naja, wissen Sie, er ist ein alter Grandschirm. Also nie ist ihm etwas recht. Immer nörgelt er und jammert über alles und jeden. Naja. Wollen Sie auf Ihr neues Konto vielleicht schon etwas einzahlen? Schwarzgeld? Schwarzgeld? Nein. Entschuldigung, ich scherze nur. Ja. Ach so. Nein, tut mir leid. Ich habe derzeit weder Schwarzgeld noch normales Geld. Ich bin derzeit auf Arbeitssuche. Wirklich? Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei der Arbeitssuche. Ja, ich hoffe, Sie finden einen interessanten Job. Ja, und auch eine schöne Wohnung natürlich. Ja, das hoffe ich auch. So, schauen Sie. Ja, ich habe alles. Dann auf Wiedersehen. Danke. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sehr gut. Jetzt habe ich ein Bankkonto. Ich brauche somit nur noch eine Wohnung und einen Job. Tja, dann begebe ich mich mal auf Wohnungssuche. Лучший способ найти квартиру – это в интернете или в газете. В большинстве случаев можно обратиться за помощью к брокеру, который ищет жилье. В Вене существуют кооперативные квартиры, собственные и муниципальные квартиры. Последние принадлежат государству, и вы должны отвечать определенным требованиям. Около 1900 года самая большая проблема в Вене была бедность. Более 300 тысяч человек были бездомными. Некоторые из них были вынуждены делить постель с так называемыми «петкиха», которые в ней спали только в течение нескольких часов. Из-за катастрофических жилищных условий много людей страдали от туберкулеза. Тогда она называлась «венская болезнь» – «вина кранкайт». Первое венское муниципальное здание называлось «Метцлайнсталерхоф». Там были общие помещения, например, прачечная, купальня, библиотека и даже детский сад. В настоящее время существует около 2000 муниципальных квартир в Вене, где живут 500 тысяч человек. Ich habe jetzt noch einen Termin mit der Maklerin Jenny Bauer, denn ich suche eine Wohnung im 9. Bezirk. И прямо сейчас у меня назначена встреча с брокером Дженни Бауэр, потому что я ищу квартиру в 9 районе. Vokabel. Die Wohnungsbesichtigung. Die Wohnungsbesichtigung. Der Mieter. Der Mieter. Der Vermieter. Der Vermieter. Der Mietvertrag. Der Mietvertrag. Der Makler. Der Makler. Die Kaution. Die Kaution. Die Mietwohnung. Die Mietwohnung. Die Eigentumswohnung. Die Eigentumswohnung. Unbefristet, unbefristet, befristet, befristet. Die Betriebskosten, die Betriebskosten, die Heizkosten, die Heizkosten, die Stromkosten,
Die Stromkosten. Das Vorzimmer. Das Vorzimmer. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Die Küche. Die Küche. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Der Keller. Der Keller. Der Balkon. Der Balkon. Die Badewanne. Die Badewanne. Die Dusche. Die Dusche. Das WC. Das WC. Der Aufzug. Der Aufzug. Frau Bauer? Frau Jenny Bauer? Ja, hier bin ich schon. Grüße Gott, Frau Hubmann, ich habe Sie schon erwartet. Ja, sehr schön, dass Sie Zeit hatten und dass Sie kommen konnten. Ja, also, Entschuldigung, aber die Tür stand offen. Ja, ich freue mich, dass Sie sich für diese Wohnung interessieren. Was darf ich Ihnen zuerst zeigen? Die Küche, das Badezimmer, das Wohnzimmer, den Balkon, das Schlafzimmer, die Terrasse. Was möchten Sie gerne sehen? Das Schlafzimmer, bitte. Wie viele Quadratmeter hat die Wohnung? Ja, das sage ich Ihnen gleich. Folgen Sie mir bitte. Ja, also die Wohnung hat 55 Quadratmeter und Sie wollen sicher wissen, ob der Mietvertrag befristet oder unbefristet ist. Ich wollte auch noch fragen, ob es ist ein unbefristeter Mietvertrag. Was sagen Sie zu dieser tollen Neubauwohnung? Wunderbar, nicht? Nun ja, ich finde... Ich dachte mir schon, dass diese Wohnung perfekt für Sie ist. Naja, ich habe noch nicht viel gesehen. Wie hoch ist die Miete? Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Kalt oder warm? Was heißt kalt oder warm? Ja, also kalt bedeutet die reine Nettomiete. Ah, verstehe. Also ohne Stromkosten und Heizkosten und so weiter. Und warm bedeutet inklusive aller Betriebskosten. Muss ich eine Kaution bezahlen? Ach, die Kaution ist nicht hoch. Nur 1000 Euro. Und die Miete beträgt 550 Euro inklusive aller Betriebskosten. Schauen Sie sich nur diese herrliche Wohnung an. Ja, und schauen Sie aus dem Fenster vor allem. Ja. Wie sieht es denn mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus? Es gibt eine Busstation und die U-Bahn befindet sich auch ganz in der Nähe. Ich habe im Stiegenhaus gar keinen Aufzug gesehen. Es ist so, es gibt keinen Aufzug, aber Sie sehen so jung und sportlich aus. Es ist für Sie bestimmt kein Problem. Naja, ich hätte schon gerne... Ja, Sie hätten gerne das Badezimmer gesehen. Es gibt ja eine ganz neue Dusche. Wunderbar ist die. Schauen Sie. Keine Badewanne? Nein. Aber die Dusche ist ganz neu. Aber das Wasser ist kalt. Oh, tatsächlich. Das liegt daran, dass die Therme ein bisschen defekt ist. Aha. Aber das kann man leicht reparieren. Also... Ich weiß nicht. Dafür gibt es aber im Wohnzimmer einen Internetanschluss und Satelliten-TV. Kommen Sie mit, schauen Sie mal. Sind eigentlich Haustiere erlaubt? Ja, also Haustiere. Ja, solange Sie keinen Elefanten in die Wohnung mitnehmen. Natürlich. Ah, Scherzchen. Darf man hier auch musizieren? Ich dachte mir schon, dass Sie musikalisch sind. Die Nachbarin links von Ihnen hat gerade begonnen, Geige zu spielen. Geige? Ja, Sie werden sich bestimmt hervorragend verstehen. Naja, ich muss mir das noch überlegen. Ja, ich sehe, Sie sind begeistert von dieser Wohnung. Das dachte ich mir. Ich habe jetzt noch nicht zugesagt. Ja, sehr fein. Dann werde ich schon mal den Mietvertrag ausarbeiten. Den müssen Sie dann nur noch unterschreiben. Sehr gut. Ja. Auf Wiedersehen. Ich melde mich heute Abend bei Ihnen. Also auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag. Alles Gute. Sehr gut. Ja.
Also, ich weiß nicht, ob ich diese Wohnung nehmen werde. Ups, so spät schon? Ich habe jetzt noch ein Vorstellungsgespräch. Aber zunächst noch ein paar Vokabeln. Vokabel. Arbeitslos. Arbeitslos. Das Inserat. Das Inserat. Das Unternehmen. Die Firma. Das Unternehmen. Die Firma. Die Bewerbungsunterlagen. Die Bewerbungsunterlagen. Der Lebenslauf. Der Lebenslauf. Das Bewerbungsschreiben. Das Bewerbungsschreiben. Das Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch. Die Berufserfahrung. Die Berufserfahrung. Die Qualifikation. Die Qualifikation. Die Stärken. Die Stärken. Die Schwächen. Die Schwächen. Pünktlich. Pünktlich. Zuverlässig. Zuverlässig. Zielstrebig. Zielstrebig. Die Weiterbildung. Die Weiterbildung. Das Gehalt. Das Gehalt. Если вы ищете работу, можно найти много объявлений в газетах или также в интернете. Кроме этого, служба занятости, называемая АМС, Arbeitsmarktservice, помогает гражданам в поисках работы. Если вы стали безработным в Вене, вы должны сообщить в бюро по трудоустройству АМС. Они проверят, имеете ли вы право на получение пособия по безработице. Но также и АМС организует много учебных курсов для людей, которые хотят изменить профессию или для тех, кто не имеет необходимой квалификации. В марте 2014 года в Австрии были 319 175 безработных, то есть уровень безработицы составлял 8,4%. Übrigens, arbeitslos heißt im Wiener Dialekt Hockenstarrt. Also zum Beispiel, Alter, bist schon wieder Hockenstarrt? Das ist aber nicht besonders höflich. Ah, da bin ich. So, einmal kurz durchatmen und auf geht's zum Bewerbungsgespräch. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Mein Name ist Sonja Huttmann. Ich habe heute ein Bewerbungsgespräch bei Ihnen. Guten Tag. So, Sie möchten sich also bei uns als Sekretärin bewerben? Ja. Ah, hier sind meine Bewerbungsunterlagen. Aha. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf. Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass Sie mich zu diesem Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Warum möchten Sie in unserem Unternehmen arbeiten? Ich habe mich über Ihre Firma im Internet informiert und finde, dass Ihre Stelle perfekt für mich passt. So. Welche Qualifikationen haben Sie? Mit Word und Excel kenne ich mich auch sehr gut aus. Welche Fremdsprachen sprechen Sie? Ich spreche Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, ein bisschen Chinesisch und Arabisch und... Schön. Wie würden Sie Ihre Stärken beschreiben? Ich bin pünktlich, zuverlässig, zielstrebig und arbeite gerne in einem Team. Haben Sie Schwächen? Manchmal bin ich vielleicht ein bisschen ungeduldig, aber ja, ich möchte immer alles perfekt machen. Nur Perfektion ist ja nicht alles im Leben, nicht? Haben Sie Berufserfahrung? Ja, ich habe 3 Jahre lang in einem Reisebüro gearbeitet. So. Ich sehe, Sie waren 1 Jahr lang arbeitslos. Warum?
Ja, ich habe diese Zeit für meine Weiterbildung verwendet und habe außerdem ehrenamtlich für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet. So, so. Wie sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Also der in Ihrem Inserat genannte Betrag entspricht absolut meinen Vorstellungen. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Mhm. Welche Hobbys haben Sie? Ich lerne gerne Sprachen und betreibe viel Sport. Haben Sie Erfahrung im Verkauf? Bis jetzt noch nicht, aber ich lerne sehr schnell. Das ist schön, Frau Hubmann. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden uns bei Ihnen melden. Danke. Haben Sie noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Puh, das war ja nicht einfach. Diese Personalchefin ist ja völlig humorlos. Aber egal, wenn alles gut geht, habe ich jetzt ein Bankkonto, eine Wohnung, einen Job. Ja, und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Und währenddessen zeige ich euch noch, was das Leben in Wien kostet. Beträgt die gesetzliche Mehrwertsteuer je nach Art der Ware 10 oder 20%. В Австрии налог с оборота в зависимости от товара составляет 10 или 20%. Die Mieten in Wien sind sehr unterschiedlich. Durchschnittlich kostet eine Wohnung mit etwa 40 Quadratmetern 500 Euro. Арендные ставки в Вене очень различные. В среднем квартира в 40 квадратных метров стоит около по 500 евро. In Österreich lautet die Bezeichnung für Mobiltelefon Handy. Die Handys sind relativ preiswert, aber es gibt unterschiedliche Handytarife. Ich zahle ungefähr 15 Euro pro Monat. В Австрии мобильный телефон называется Handy. Они относительно недорогие, но есть различные тарифы мобильных телефонов. Я плачу около 15 евро в месяц. Fernsehen ist leider nicht gratis. In Österreich muss man die sogenannten GIS-Gebühren zahlen. Derzeit betragen diese etwa 50 Euro pro Monat. Смотреть телевизор, к сожалению, не бесплатно. В Австрии вы должны платить сборы ГИС. В настоящее время около 50 евро в месяц. Für das Internet und zusätzliche TV-Sender bezahle ich monatlich etwa 35 Euro. За интернет и дополнительные телевизионные каналы я плачу 35 евро в месяц. Ein Liter Benzin kostet derzeit ungefähr 1,40 Euro oder 41 Cent. Aber die Preise steigen ständig. В данный момент один литр бензина стоит... Но цены... Постоянно растут вверх. Wer kein Auto hat und lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, der kann sich eine Jahreskarte kaufen. Diese kostet derzeit 365 Euro und man erhält sie bei den Wiener Linien. Man kann aber auch einen Fahrschein kaufen. Der kostet 2,10 Euro. Те, у кого нет автомобиля, и кто предпочитает поехать на общественном транспорте, можно купить годовую карту от Wiener Linien. В настоящее время она стоит 365 евро. Wenn man in Wien studieren will, muss man eine Studiengebühr bezahlen.
Diese beträgt derzeit 363,36 Euro pro Semester. In bestimmten Fällen kann man aber auch einen Antrag auf Erlass dieser Studiengebühr stellen. Если вы хотите учиться в Вене, вы должны заплатить споры за обучение, которые сейчас 363,36 Euro за семестр. В некоторых случаях есть возможность не платить эти споры. In Österreich gibt es 14 Monatsgehälter, denn man bekommt das Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld. В Австрии вы получаете в общей сложности зарплату за 14 месяцев, потому что есть отпускные и рождественские бонусы. Das Durchschnittsgehalt für einen Arbeiter liegt bei etwa 1.400 Euro im Monat. Arbeiterinnen verdienen deutlich weniger, meist um die 800 Euro monatlich. Ein Angestellter verdient im Monat ca. 2.800 Euro. Beamte können sich über etwa 3.500 Euro freuen. Ein Abgeordneter zum Parlament verdient exakt 8.306,90 Euro monatlich. Und der österreichische Präsident hat Anspruch auf monatlich 23.442 Euro. Die bekommt er natürlich auch 14 Mal im Jahr, was ein Jahreseinkommen von 328.188 Euro brutto ergibt. Vom Gehalt abgezogen werden aber die Sozialversicherung und die Pensionsversicherung. Das Nettogehalt ist somit wesentlich geringer als das Bruttogehalt. Тем не менее, взносы на медицинское и пенсионное страхование уменьшают зарплату. Поэтому чистый оклад меньше, чем брутто-оклад. Mit der E-Card oder Sozialversicherungskarte erhält man kostenlose ärztliche Versorgung. Die meisten Menschen in Wien sind bei der Wiener Gebietskrankenkasse versichert. Einmal im Jahr kann man auch zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen. С электронной картой e-card вы получаете бесплатную медицинскую помощь. Большинство людей в Вене застрахованы в Wiener Gebietskrankenkasse. Один раз в год вы можете подать заявку на бесплатный профилактический осмотр. Wenn man seinen Job verliert, erhält man Arbeitslosengeld. Die Höhe dieses Arbeitslosengeldes richtet sich aber nach vielen verschiedenen Faktoren. Если вы теряете работу, вы получаете пособие по безработице. Размер пособия по безработице зависит от различных факторов. Wenn man in Österreich Kinder bekommt, erhält man Kindergeld. Die Höhe dieses Kindergeldes hängt ebenfalls von vielen verschiedenen Faktoren ab. Если вы имеете детей в Австрии, тогда вы получаете муниципальное пособие по уходу за ребенком. Сумма пособия на ребенка также зависит от многих различных вещей. Was findet ihr in eurem Land gut oder schlecht? Was würdet ihr ändern? Schreibt mir, wenn ihr wollt. Что вы считаете хорошим или плохим в вашей стране? Что бы вы изменили? Если вы хотите, напишите мне об этом. Ach so, wir wollten doch ein bisschen Grammatik machen. Ach was, nächstes Mal. Ich wünsche euch noch viel Freude beim Lernen. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. In Wien gibt es verschiedene Banken. Die größten sind die Erste Bank, die Raiffeisenbank
und die Bank Austria. Es gibt aber auch zahlreiche Online-Banken. Hier befindet sich die Nationalbank. Die Gründung erfolgte am 1. Juni 1816, als Kaiser Franz I. dem damaligen Finanzminister Graf von Stadion die sanktionierten Statuten übergab. Zu den wichtigsten Aufgaben der österreichischen Nationalbank gehören heute folgende Punkte: die Sicherung der Preisstabilität, die Prüfung der Banken und die Produktion von hochwertigem Bargeld. Die Geschichte des Geldes ist eine sehr lange, aber die ersten Münzen entstanden um 600 vor Christi im Königreich Lydien. In Österreich begannen die Kelten im 3. Jahrhundert vor Christi mit der Münzprägung. Während der Habsburgerzeit waren Taler in Umlauf. 1762 ordnete Maria Theresia an, die sogenannten Bankozettel auszugeben. Dieses Papiergeld war anfangs bei der Bevölkerung aber nicht sehr beliebt. Während des Ersten Weltkriegs benötigte man für die Rüstungsindustrie sehr viel Metall. Daher kam es nach 1916 zu einem akuten Kleingeldmangel, der durch die Ausgabe von Notgeld gelindert werden sollte. Fast jede Gemeinde hatte damals ihre eigenen Notgeldscheine. Von 1925 bis 1938 wurde der Schilling offizielles Zahlungsmittel. Im Jahr 1938, nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland, zahlte man mit Reichsmark. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte man wieder zum guten alten Schilling zurück. Ein Schilling besteht aus 100 Groschen. Übrigens, seit der Einführung des Euros im Jahre 1999 ist nicht nur der Kaffee teurer geworden. Am besten sucht man eine Wohnung im Internet oder in der Zeitung. In den meisten Fällen wendet man sich an einen Makler, der sich auf die Wohnungssuche macht. Es gibt Genossenschaftswohnungen, Eigentumswohnungen und Gemeindewohnungen. Letztere gehören der Gemeinde und man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Um das Jahr 1900 herrschte in Wien große Armut. Über 300.000 Menschen hatten keine Wohnung. Manche mussten sich ihr Bett mit sogenannten Bettgehern teilen, die darin für ein paar Stunden schliefen. Aufgrund der katastrophalen Wohnverhältnisse litten auch viele Menschen an Tuberkulose, die man damals auch Wiener Krankheit nannte. Der erste Wiener Gemeindebau, der Metzleinstaler Hof, wurde zwischen 1916 und 1925 errichtet. Es gab dort eine Wäscherei, eine Badeanstalt, eine Bibliothek und auch einen Kindergarten. Derzeit gibt es in Wien etwa 2000 Gemeindebauten, in denen 500.000 Menschen leben. Wenn man einen Job sucht, findet man in Zeitungen oder im Internet viele Stellenangebote. Aber auch das Arbeitsmarktservice, kurz AMS genannt, hilft den Bürgern bei der Arbeitssuche. Wenn man in Wien arbeitslos ist, muss man sich beim Arbeitsmarktservice melden. Hier wird festgestellt, ob man Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Das AMS organisiert aber auch viele Schulungen für Menschen, die in einen anderen Beruf wechseln möchten, beziehungsweise für jene, denen die nötigen Qualifikationen fehlen. Im März 2014 gab es in Österreich 319.175 arbeitslos gemeldete Personen, was einer Arbeitslosenrate von 8,4% entspricht.